Grüß Gott, ich bin der Unterwirtsjacki aus Ickstedt und führe seit 2000 Jakobos Tapas Bar. Wir verkaufen spanische Tapas. Ich habe 2 Jahre auf Fuerteventura gekocht und habe das da gelernt. Also wir haben am Anfang gedacht, dass wir alle kaputt gehen. Wir haben uns gefreut, dass uns die Gäste so unterstützt haben. Die haben was geholt und im Sommer ist wieder aufgegangen. Ab Oktober haben wir gemeint, jetzt fällt die Tür gleich wieder zu. Und dann haben wir natürlich wieder mit To-Go angefangen. Man kann überleben, aber man kann nur sehr schwierig überleben davon. Gerade so. Und es läuft aber nicht so gut wie im März, muss ich dazu sagen. Das kann an der Saison liegen oder die Gäste meinen, wir kriegen diese Unterstützung. Und das glaubt uns. Und das ist aber nicht so. Vor einer Woche habe ich meine Unterstützung gekriegt vom November, aber nur die Hälfte. Und jetzt am Montag habe ich den zweiten Teil gekriegt. Vom Dezember habe ich noch gar nichts. Da müssen wir erst einmal schauen, ob wir es kriegen und wann wir es kriegen. Das war natürlich jetzt super, wenn wir jetzt mit den 7%, die wir jetzt haben, wenn das eine dauerhafte Lösung wäre, dass man mehr wird, dass man wenigstens ein bisschen leben kann. Wir sind jetzt wieder auf 7% und das passt. Also ich erhoffe mir für das Jahr 2021, dass wir so schnell wie möglich wieder aufmachen dürfen. Und zwar nicht erst als Letzter, sondern gemeinsam mit dem Einzelhandel. Das war mir ganz recht. Und wir freuen uns über jeden Gast. Wir mögen wieder lustig sein, wir mögen wieder Gäste haben, wir mögen wieder ratschen, wir mögen singen, lachen. Es soll ja mal wieder Geburtstag gefeiert werden, es soll ja da mal wieder ein Lied gesungen werden. Das wird schon wieder so, wie es ist. Wir müssen wieder aufmachen. Bitte, lieber Herr Aiwanger. Bitte, lieber Herr Süder. Ich mag die, aber bald nicht mehr.